Bug out oder Englisch. Warum sich das viele zu einfach vorstellen. Bug out ist ja nur für 72 Stunden ausgelegt. Das kommt einem der vielen Overnighter-Videos schon sehr nahe. Beim I never come home back ist das anders. Das deckt auch eher die reale Situation ab. Denn eine große Krise ist meist nach 72 Stunden nicht vorbei. 30 Kilogramm Gepäck auf der Flucht. Warum das alles nicht so einfach ist, warum euch viele selbsternannte Survival-Spezialisten sagen, das geht, in einem kommenden Beitrag werde ich euch sagen, wo die Probleme liegen. Erklären, warum es vielleicht besser ist, euch anders vorzubereiten.